Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Darkstar One. Endlich mal wieder nach langer Zeit, zumindest aus meiner Sicht. Aus eurer Sicht dürfte das nicht so lange her sein. Wir haben letztens Ione befreit, die ist wieder an Bord und wir sollen uns jetzt ins Raptorengebiet begeben. Ich bin gespannt. Mama, wo sind denn die Feinde? Zu weit weg, zu lange, zu nah. Jetzt wird abgerechnet. Sterb, Ungläubiger. Stirb selber, Rexhund. Bam. So, und wo ist der nächste? Bam, 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 nimm das, 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 oh, das. Was? Haut für Xor? Okay. Ah, du kriegst auch noch was. So. Die haben ja nicht viel ausgehalten. Destination out of range. Muss ich etwa dahin? Ich war mir nicht so ganz sicher. Oh, schon wieder. Alter, die lauern mir auf. Du wirst mich nicht mehr los. Du bist nur ein leichtes Ziel. Spüre die Macht deines antiken Volkes. Idi. Du bringst Schande über dein Volk. Oh, ups. Meine Zeit ist gekommen. Ja, deine Zeit ist gekommen, tschüss. Wieso das hier? Mir fehlt doch ein Feldtreif, wenn ich mich nicht erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere, fehlte mir da was. Ich versuche das mal. Ich guck mal, wie viel das kostet. Ansonsten nehme ich hier gleich eine Mission an und dann. Müssen wir mal gucken. Erstmal Geld verdienen dann. Ich fürchte, bei 50.000, da kommen wir nie weit. Verdammt, warum dauert das hier so lange? Ja, weil das wichtig ist. Deswegen. Landeerlaubnis erteilt. Alter, jetzt muss ich hier warten. Mach die Tür auf. Sagte Tür auf. So. Game saved. Und? Ah! Viel zu viel. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich schaue mir gerade an, was hier. Alter. Was es hier an Sachen gibt. Ich nehme das hier, Kopfgeld. Was anderes bleibt mir ja nichts übrig. Aber wir brauchen Geld. Wir brauchen dringend Geld. Da war ich doch gerade. 10 Uhr. Naja. Ich will mal nicht so sein, ne? Im relativen Sinne geht das sogar schnell. Ah, ich erreiche die auch gerade so richtig. Die sind noch 14 Uhr entfernt, die kommen von unten gerade. Binka, Binka.
Wo wollen die denn hin? Die sind auch immer auf Selbstmord aus, oder wie? Dieser Doktor klebt immer noch an uns. So, die sind noch 10 Uhr entfernt. Und sind wahrscheinlich hinter dem Asteroiden, wenn ich das hier so richtig sehe. Dann mache ich mal einen Umflug. Ich habe keine Zeit für die Warteschlange. Ich protestiere. Ja, die sind hundertprozentig auf der anderen Seite. Geht's gut? Ja, dieses Manövrieren ist ein bisschen halb. Da ist wieder einer, der für die Konzerne die Drecksarbeit macht. Zeig dem, was wir mit Konzernfreunden machen. Ah, Vollbremsung und hoch. Gut, uns fehlen immer noch 30.000. Ne, da fliege ich zum nächsten Planeten. So. Boah, hier ist ja überhaupt nichts. Da ist ja nichts los hier. Da war Werbung. Rums. Schön in die Seite rein. Forschungsgroßauftrag des Militärs wurde bewilligt. Es ist mit einer Verknappung an Forschungsartikeln zu rechnen. Oder soll ich handeln? Soll ich mal handeln? Ja, da kriegt man nichts für. Nehmen wir das noch hier. Piratenjagd gefällt mir am meisten, am besten. Von allen ganzen. Das eine ist Eskortierung, das andere ist Mord. Auftragsmord. Liegt mir nicht so sonderlich. Eher diese Kopfgeldjagden auf Piraten. So. Ein Container und ich glaube, dort sind Piraten. Oder soll ich diesen Container irgendwo hinbringen? Ich würde schon sagen, warum fliegt er denn auf dem Schiff zu, ne? Wenn es ein Container ist. Da fliegt einer immer herum. Ich wette, das ist ein Boss. Ein Piratenboss. Der das bewacht. Pirat. Es ist nicht nur einer, es sind mehrere. Zwei, drei sind das. Gut. Kanister lasse ich jetzt mal stehen. Gehe ich gleich auf die los, ne? Ja, natürlich gehen wir auf die los, ist doch klar. Oh. Ich glaube, ich wurde. Habe irgendwas gestreift. Wir sind verraten worden.
Boah, wie er mich gerade beleidigt hat. Mach schon mal deinen Frieden mit dir. Ich fick dich aus dem All. Ich überbringe dir nun den Tod. Ich hab dich im Fadenkreuz. Deine Zeit. Du bist mir nicht gewachsen. Gleich hab ich dich. Und tschüss. So, Container andocken. Und dann kriegen wir auch unsere Belohnung. Lalalala. So, wohin? Da wieder zurück, gut. Ich schätze mal zur Handelsstation. Das ist ja meistens immer das Ziel. Warp-Geschwindigkeit. Sieht ja schon cool aus. Das war der letzte Container. La. Da gab es sogar eine Notausweichmanöver vom Schiff aus, weil ich fast an den Frachter reingeflogen bin. Yeah. Und alles Geld wieder weg. Ich werde auf jeden Fall noch eine Helfer hier mitnehmen. So. Jetzt haben wir mehr Reichweite und können ins Raptorengebiet. Endlich. Jetzt. Oh, das muss eigentlich reichen, wenn ich da schon längst gehe. Ach, die müssen jetzt vorbeifliegen, ne? So. So, und sagt bye-bye, Mordhawk-Gebiet. Jetzt fliegen wir in das Raptor Alpha Cluster. Genau, Raptor Alpha Cluster ins Zusomol-System. Und dann können wir mal die Raptoren sehen. Pass doch auf! Halt's Maul, du Arsch! Bist du Pirat? Schade, der hat sich verpisst. Der hätte ich so gerne erledigt. Vor allem, wo er mich beinahe gerammt hat. Und jetzt fliegen wir ins Raptoren-System. Neue Navigationsdaten erhalten. Und wir sind im Raptorengebiet. Cool, dass die Musik einfach so mitspielt. Okay, es ist nicht so viel, dann werden wir hier mal mit der Suche anfangen, ob wir hier eine Nebenmission kriegen. Und schaut einfach mal, wie schön das hier auch aussieht, so von den Sternen her. Das ist, glaube ich, die Forschungsstation da unten. Maximushka? Was ist denn die Maximushka? Hier Anflugkontrolle. Die Sektenoberen haben euch nicht befugt, diesen Kanal zu benutzen. Oh, das ist ja nett. Ich sag mal so, Raptoren sind ein bisschen religiös. Extrem religiös. Also religiöse Extremisten, kann man fast sagen. Und die sind meistens mit dem Mordhawk im Clinch. Aber nicht immer. Aber immer öfter. Seid gesegnet. Hier ist die Raptoren-Handelsstation. Die Landeerlaubnis wurde erteilt. Oh, das war knapp. So, und jetzt sind wir da.
Im Prinzip ähnlich aufgebaut zu einem, wie jede Handelsstation halt. Nur das sieht dann halt hier anders aus. Das ist leicht bio-organismisch gehalten. Ich glaube, die haben so ein bisschen in Biologieunterricht eine 1- gehabt oder sowas. Schöner Ausblick. Nebenmission. Segensreiche Grüße. Nach langen und intensiven Debatten mit den wichtigsten Sektenoberen ist es uns endlich gelungen. Wir haben ein Förderungsprogramm auf die Beine gestellt, das den Wohlstand dauerhaft steigern wird. Dieses große Ziel ist aber in Gefahr. Die wichtige Versorgung mit Importwaren ist in unserem kleinen Cluster nur schwer zu erfüllen. Hinzu kommen ständige Überfälle schändlicher Piraten, was wiederum die Frachter abschreckt. Wir versuchen, die Frachterkapitäne mit Prämien und Großaufträgen anzulocken. Aber damit locken wir auch noch mehr Piraten an. Um der Lage Herr zu werden, suchen wir jetzt einen erfahrenen Piloten, der unseren spärlichen Ordnungskräften im Kampf gegen die Piraten hilft und die ankommenden Frachter beschützt. Die suchen also einen Söldner. Da sind wir natürlich genau der Richtige. Akzeptieren wir, weil dann kriegen wir nämlich das, den Key übrigens. Ich habe mir so ein bisschen gerade... Alles ist bereit. Die Götter haben das Eintreffen von mehreren Frachtern vorhergesagt. Der erste wird in etwa 1 Minute aus dem Hyperraum treten. Kein Problem. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Alle Frachter gehen übrigens davon aus, dass wir ihnen Schutz geben. Daher wird keiner von ihnen seine Fracht fallen lassen. Sollten wir dieses Versprechen nicht halten können, wird kein Frachter mehr unser System betreten. Natürlich schlecht. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie die eingesprochen haben. Die Sprecher mussten sich ja richtig verstellen. Teilweise. Ja, das können die sein, da hinten. Da ist schon der erste Frachter. Sorgen Sie dafür, dass er die Station sicher erreicht. Ah, da sind wir in 6 Uhr entfernt. Ich hätte... Ja gut, ich... Pass doch auf. Ich hätte vorher schon mal Vollgas geben sollen. Ja, schon der zweite Frachter. Achtung! Ja, ich habe sie gesehen. Sind schon die ersten Piraten. Sie halten direkt auf den Frachter zu. Beschützen Sie ihn. Ja, das sind die ersten Piraten. Oh. Beschützen Sie sie. Halten direkt darauf zu. Alter, voll der Action. Ich bin hin und weg. Hier, stirb. Ich werde dafür sorgen, dass dein Hintern brennt. Geht denn eigentlich schon im. Ne, wahrscheinlich erst bei 1.5. Der dritte Frachter hat den Hyperraum verlassen. Ich bin deine Nemesis. Ah. Und noch was. Jetzt sehen wir neue Schiffe. Und natürlich die nächsten Gegner. Die wir jetzt sehen, das sind Tool. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das sind die Tool. Dank dir für deine Hilfe gegen die Station. Wir starten eine Patrouille, um sie zu unterstützen. Mehr können wir leider nicht tun. Ich brauche keine Hilfe, ich komme alleine klar.